Alter, du bist wirklich, wirklich vom Aussehen, von der Ästhetik nicht schön anzusehen. Warum läuft es so aus? Sag mir es! Wieso? Junge, es war so hässlich, der Warum? Der Fall aus! Warum? Ich bin zurückgelaufen! Meine Freunde, morgen um 19 Uhr beginnt auf Twitch die feierliche Verleihung des großartigen, des ersten Allmann Awards, meine Freunde. Um 19 Uhr schaltet ihr alle auf www.twitch.tv/revinzeit, der Link ist hier unten zu finden und auch ganz oben in der Videobeschreibung, ein. Und wir verleihen, meine Freunde, wie ihr hier sehen könnt, anhand dieses wunderschönen Logos, den allerersten und großen Allmann Award. Schön, Leute, was geht? Willkommen zu diesem wunderbaren Video. Ich bin heute nicht alleine hier im Kreativmodus. Mittlerweile noch der liebe Chef Strobel und Trimax, Twitch-YouTube-Influencer. Was geht? Hallo. Hey, na? Na, ihr süßen Mensch. Schön. Unge, warte mal ganz kurz. Simon? Perfekt, danke dafür. Simon, Unge, mal wieder nicht aufgestanden, meine Freunde. Wir hatten jetzt eigentlich vor, gemeinsam hier das erste Mal Castle Rush in Fortnite zu spielen. Ja, Simon, Unge, mal wieder nicht aufgestanden. Zu der Uhrzeit, klar, in Madeira ist jetzt auch erst 12 Uhr mittags. Da schläft man für gewöhnlich noch. Dementsprechend machen wir das heute zu dritt. Das heißt, Trimax und ich spielen heute gegen Chef Strobel und bauen einen kleinen Parcours gegeneinander. Ihr kennt das Prinzip von Castle Rush, brauche ich das gar nicht erklären. Ja, super. Wir gehen in verschiedene Channel. Chef Strobel? Raus jetzt hier. Alter, das ist aber jetzt low, dass der Strobel die ganze Zeit alleine ist. Ja. Nur weil Unge nicht aufgestanden ist. Na gut, muss man mit. Hoffentlich ist das ein schlechtes Gewissen. Guck mal hier, also, ich bin großer Fan von diesen Dingern hier, ne? Ja, die sind total. Diese Ekelstempel, Alter. Ja, ich hasse die so sehr. Wir machen es einfach so, das ist es. Jetzt muss er es da hochschaffen. Wie schafft das? Fertig. Ich würde fast schon sagen, wir machen auf jeden Fall auf dem Boden überall Fallen halt hin, damit er auf jeden Fall verreckt, ne? Wir müssen hier überall noch diese Elektro-Dinger hinmachen. Da machst du zusätzlich noch Fallen hin. Ja, moin, Digga. Jetzt ist er am Arsch, wenn er es nicht schafft. Ja, das ist gut. Ja, sind wir fertig, oder? ist doch Killer, also. Fertig, ist gut, ja. Diese farbigen Blöcke, wenn man Alter, damit, die triggern über. Wenn man damit so einen kleinen Parcours baut, weißt du, was ich meine? Das gibt ja auch. Du willst ja das komplette Programm haben, ne? Ich will ihn richtig auseinandernehmen, so richtig eklig will ich es machen, Alter. Geil. Guck mal, hier ist schon mal irgendwie so ein, weißt du, dass die Tür halt. Du gehst ja komplett aufs Eingemachte. Guck mal, weißt du, muss er nämlich hier um die Tür rumspringen. Das geht bestimmt auch. Also ist es halt eklig, aber es geht. Ist das echt machbar? Zur Not kann er ja, wenn es nicht passt, kann er die Tür in die andere Richtung aufmachen. Das geht ja dann. Weißt du? Also wir können es ja einfach mal so lassen. Der wird so sauer sein, ist geil. Oh, warte mal, diese Elektro-Dinger, die bouncen einen irgendwie weg, kann das sein? Aber ja, die bouncen einen weg. Dann können wir das ja sogar als Spielmechanik nutzen, weißt du? Echt? Das wäre zu brutal, das ist eigentlich nur zum Tod. Ja, aber ich meine, stell dir mal vor, er muss hier drauf springen, weißt du? Ja. Und muss dann hier irgendwie auf so einen Würfel drauf. Ist schon geil, oder? Habe ich noch in keinem Parcours gesehen, wenn das geht, machen wir das. Ich versuch's einfach mal, pass mal auf, Mach mal. Warte. Weißt du? Ah, normal. So, ja, wie so ein Mini-Jumppad quasi. Boah, ich weiß nicht, ob man den hier schaffen kann, den Sprung. Dass nicht zu weit ist. Ne? Es ist so ganz knapp. Es ist so ganz knapp, ne? Er tut hier nochmal überall Büsche hin, dass er noch nicht mal richtig die Kanten sieht, um mich ein bisschen zu triggern. Oh, Junge. Stark. Wir verstehen uns. Guck dir das mal an hier. Da wirst du dich ja nur aufregen. Ich hab hier so. Was hast du? Oh, ist das assi. Mega gut, genau so. Oh, Junge, ist das schlimm, Alter. Das ist wirklich unmenschlich wieder hier. Ich merke so, ihr seid, ich glaube, in eurer Aufnahme wart ihr noch relativ freundlich zueinander, weißt du? Ja, klar. Naja, er sagt so, jo, das ist schaffbar, das kann man alles schaffen. Und er weiß ganz genau, wie schlecht ich bin. Ja, richtig. Und Mickey hat es noch nicht mal geschafft. Weißt du, das ist halt, er muss weit springen. Und wenn er nicht weit genug springt, ich habe jetzt hier noch sowas geplaced, dass er zurückgenockt wird. Was? Das ist gut, oder? Oh, das ist echt. Alter, das ist böse. Du kommst jetzt hier halt mit Übelspeed rein, siehst gar nichts, nur Büsche. Und dann siehst du, du musst halt gegen die Null kommen, das bist du im Arsch. Aber hier hinten ist gar kein Checkpoint. Weißt du? Jetzt wird's halt so richtig tricky. Er denkt, er muss in diesen Raum rein. Ja. Aber in diesem Raum. Oh nein, sind nur Fallen. Oh, so. Junge. So, aber der richtige Weg ist es tatsächlich. Durch das Ding, mit so einer neben ganz der Null. Tür ist eine Tür. Neben der Null ist eine Tür. Das kann er gar nicht wissen. Aber die ist aber zu auch. Die ist natürlich die ist auch zu. Ja, ne? Klar. Und dann muss er zurückgehen und dann sieht er irgendwo mit E öffnen. Muss er halt wissen. Muss ist machbar. Sollte man die Prämisse ist, ne? Dass es machbar ist. Und es ist machbar. Ja. Ist unser Eisparcours hier denn fertig? Ja, würde ich fast schon sagen, oder? Wollen wir ihn mal testen, dass wir sie ungefähr sehen? Nein. Boah, das hier oben, Alter. Hier durch, überall fallen. Hier mit dem Kopf durch, da mit dem Kopf durch. Hier der ultimative Jump. No, man bleibt da, ey, das ist mein Lieblingspart, das ist halt richtig gut, ne? Also das ist echt schon schlimm. Ist es machbar, echt? Und jetzt die Falle. Unser ist soweit fertig, oder? Ja, warte ganz kurz, bei mir ist ja was kaputt gegangen. Also, jetzt rein optisch gesehen ist er jetzt nicht der Schönste. Also der Bruder hier ist auf jeden Fall machbar jetzt. So, zack. Ja, man muss da vorne...
Hast geschafft? Ich hab's geschafft, ja, also ich würde jetzt schaffen. Ja, richtig, genau, dann geht's. Aber wir müssen ja dann noch hier an Dings denken. Auch. Der hier, Junge, komm mal. Also meiner ist richtig gut im Parcours. Ja, unser ist auch extrem stark. Also unser ist voll machbar eigentlich. Ja, der ist echt easy. Also wir haben uns auch kein. So, meine Freunde, es ist soweit. Die große Wand fällt, wie damals in Castle Rush. Oh mein Gott, okay. Was hat Strobe hier gebaut? Ja, moin, Digga. Okay, wir haben es jetzt so dazu entschlossen, dass wir es quasi gleichzeitig spielen. Dann schauen wir mal. Let's go, Alter. Ich hab Bock. Ah, guck mal, er fängt direkt schon wieder so an, ne? Ich sag mal so, der letzte Parcours von Chef Strobel, ich hab nicht eine Stage geschafft. Ja. Und ey, das mit den Türsprüngen. Alter, ich hab's geschafft, first try. Alter. So, Baby. Also ich muss euch eins schon mal sagen, bei mir gibt's so ein paar Geheimgänge. Revi? Wieso, ich spring einfach in den Bot rein und da ist nichts? Hä? Also, bist du irgendwie dumm? Was? Boah, den Sprung schafft man, diesen Sidejump bei euch, beim ersten Parcours von Revi? Alter, der Sidejump ist richtig cool. Nein! Ich war kurz davor vom Checkpoint, Max. Alleine, wie schwer es schon wieder losgeht. Revi schafft schon wieder die erste Stage nicht, Chef Strobel. Revi hat's geschafft, Revi ist da. Stark. Nice. Ey, der Sprung ist nicht machbar, was willst du mir erzählen? Der Parcours ist machbar. Es ist machbar. Der Parcours ist machbar. Ja. Also was? Deutlicher kann ich nicht werden. Sauber. Stark. So, Revi, jetzt musst du direkt... Da unten siehst du einen Bot, ja? Ja. Da musst du direkt dann ganz schnell sein. Was? Wie ganz schnell? Wenn der Bot aktiviert die Fallen. Ja. Und dann musst du perfekt runterspringen. Hä? Hab ich jetzt... Hä, wie jetzt? Was? Moment, stopp. Guck mal, du musst direkt das beim Bot perfekt haben. Guck mal, ich zeig dir einmal ganz kurz. Okay. Hier ist die Tür. Nein! Was ist... Oh, Junge! Warum sagst du, was ist das denn für ein Müll, Alter? Ja, ich musste, ich war auch fünfmal oben. Ja, er ist so ein Hässlicher, der macht sowas. Wie komm ich da nicht rein, Alter, ich raste. Oh, man muss hier direkt weiterspringen, sag mir das nicht. Ekelhaft hier gerade, was soll denn das? Das ist einfach nur Scheiße hier, Mann. Das ist ein Scheißparcours. Wirklich. Was ist das denn immer mit deinen Büschen? Das hat bestimmt Max gebaut, oder? Alter, ja, ich muss irgendwas gegen deine Hässlichkeit tun und dann gibt's halt nur diese Büsche, dass man halt nichts sieht. Wo kommt denn die Falle her aus diesem Busch? Max, das ist so kacke einfach, ich kann's nicht fassen, Mann. Hab dich abgeholt? Weißt du? Komm, runter und los! Nein! Nein! Ich war so knapp, okay. Das ist doch der einfache Teil. Das ist der einfache Teil? Ja! Was? Nein! Warum? Nein, die Falle hat mich ausgelöst, es tut mir leid, das war mein Fehler! Ey, weißt du, was schlecht ist? Ich weiß nicht, wo die Falle herkommt aus dem Busch. Das ist halt wirklich schlecht. Ey, ich weiß nicht, was ich... Warum löst diese Bodenfalle nicht aus? Chef Strom, deine Bodenfallen lösen nicht aus! Es ist free! Wo bist du? Okay, warte, nochmal. Ich weiß nicht, es ist, was es liegt mich da nur trifft, daran. Ne? Ich raste gleich aus. Nochmal. Also gibt's... Zack! Plan. Ja. Wir haben es geschafft! Ja. Oh mein Gott! Ultra nice! Starkes Teamwork, okay. Okay, wer hat sich das mit den Heuballen ausgedacht? Oh, das war ich. Das ist so dumm, ich bleib einfach mit meinem ganzen Schädel hängen. Nee, hier ist ein Grappler jetzt. Alter, jetzt geht das ganze Schack in die Luft. Ich kann dir aber helfen wieder, Mann. Du hast auch viele Sachen. Okay, wie lächerlich ist das Ende von euch, wo man durch die Büsche muss, am Ende landet man in zwei Fallen? Ja, aber dann hast du es so gut wie geschafft. Nee, Was muss man hier machen, Max? Ich opfer mich für dich. Eine andere Frage. Nein, hä? Hast du es geschafft? Nein, hab ich nicht. Hab ich nicht. Warum? Hast du nicht gesehen? Ich lande am Ende in dem Busch, in Fallen. Wo muss ich da hin? Der Strobel, gib mal Ruhe jetzt. Das ist so dumm, was habt ihr da gemacht? Der Parcours ist machbar. Okay, warte. 3, 2, 1, go. 1, auslösen. Boah, das war sauber gerade, ne? Ich könnte gerade sogar mit dem stark. Okay. So, ja, sehr gut. Haben wir es jetzt hier beide geschafft? Gut, sehr schön. Alter, das ist Teamwork hier, wirklich. Wie findest du dein Teamwork, Chef Strobel, ohne Unge? Das ist ja was geil, dass Revi wieder Sachen gebaut hat, die man gar nicht schaffen kann. Nein! Oh mein Gott, ist das schlimm hier! Hä, wer ist denn der? Da ist gerade noch ein Spieler gelandet. Wer ist das? Hier ist noch ein Spieler gerade reingekommen. Nee, echt nicht. Wie ist das? Wer ist das? Oder ist das Revi hier? Ich weiß es nicht. Ich habe gar nicht im Loch gelesen, wer das sein soll. Ich bin auch da. Es ist Revi. Ist hier kein Checkpoint? Nee. Was? Ist nicht? Ist halt, also, aber der Grappler-Parcours. Ah, guck mal hier, Max. Also, Max, ganz ehrlich, wenn du das. Also, Max, wenn du das gebaut hast, bist du der hässlichste Mensch der Welt. Alter, du bist wirklich vom Aussehen, von der Ästhetik nicht schön anzusehen. Ich hab's geschafft. Hä, jetzt baut man wieder hier. Okay, der Grappler-Parcours ist doch hart, man muss es ja immer wieder schaffen. Nee, es gibt ja auch einen einfachen Weg, weißt du? Ja, klar. Ihr sollt halt nicht abkürzen. Also, ihr sollt schon die Parcours-Ding machen.
Ne, ich bin halt oben rumgelaufen, weißt du? Das, ey, war, das ist so, so schwer, das mit diesem Runtersliden. Dann kommen diese ganzen Büsche. Und auf einmal bin ich in 4 Fallen und ich weiß nicht, wo ich bin. Ich geb dir einen Tipp. Was ist das denn? Was für ein ich Tipp? Geb dir... Oh mein Gott. Was ist ja... das denn? Es geht nicht, was du da auch gebaut hast, Max. Es doch, es hat damit was... Es hat damit, ach, zu tun, dass du... Du musst nachdenken. Dass du eine Null bist. Genau, du bist eine absolute Null. Du bist eine Null, okay? Eine komplette Null. Ja, warte mal, der Bot hat hier die Wand kaputt geschossen. Egal, wir müssen jetzt hier durch. Ja, die Bots schießen die Wand kaputt. Ja, die Wände haben gar nicht unendlich Leben. Ja, die machen alles kaputt. Ich hab's geschafft. Echt? Ich hab's geschafft, ich bin einfach durchgerannt. Du musst einfach nur durchrennen. Darf ich dir einen Award geben für den hässlichsten YouTuber aus Deutschland, Max? Ohne Spaß. Digga, diese, das ist halt die ultimative Falle. Kennst jetzt du das? Ich hab's. Nein, das ist schon wieder Fallen! Ja! Ja! Ey, bist du in die hintere Falle getreten? Der Stroh, bist du in die hintere Falle getreten? Ich raff's nicht, Mann. Ich weiß nicht, was ich da mach. So, jetzt hier Fokus. Warum löst diese untere Falle nicht aus? Sag mir es! Wieso? Ey, du bist so ein kleines Mistkind. Warum denn? Du bist so ein kleines Mistkind. Sag mir warum. Hinter dieser Tür noch eine Falle zu platzieren. Junge, guck dich mal an. Max, warum löst du nicht aus? Ich werde mir die Aufnahme 500 Mal angucken. Diesen Tod, das wäre der genüsslichste Tod. Aber es ist machbar. Der Parcours ist machbar. Der Parcours ist machbar. Wo seid ihr denn gerade? Im Feld, Digga. Halt's Maul, ihr seid schon da? Da bin ich im Feld. Das ist der hinterletzte Müll hier, ist das. Überprüf alles. Ich hab's geschafft. Ich hab's, hier ist eine Tür. Oh, das ist eine Falle! Du bist so abartig! Ekelhafter Mensch! Durch allerunterste! Ich bin der beste Parkour-Runner ever. Junge, es war so hässlich, dein Parkour. Warum löst diese Falle aus? Warum? Ich bin zurückgelaufen! Hey, wie kommen wir? Mann, ey. Ich mach's dir auf. Du musst genau gucken. Geh weg! Und rein! So, jetzt haben wir den Salat. Es ist entweder Tür 1, 2 oder 3. Das ist das Letzte! Kleiner Dreckiger, du Hilfe! Das ist einfach Alter. Nur... Alter! Und? Okay. Ey! So eine Scheiße! Okay. Munition nur! Oh? Alter! Oh? Oh? Bitte! Ja! Alter, ja! What? Ja! 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 Oh mein Gott, okay. Das war ein extrem nicer Parcours, extrem stark. Also muss ich wirklich sagen, der hat uns gefordert, aber er war machbar. Also ich muss sagen, ich habe da beim Grappler-Parcours, da bin ich schneller gewesen als alle anderen. Weiß ich auch nicht mehr, war genau. Also da, ja, ich weiß auch nicht. Ne, aber ansonsten, ey, nices Ding, kann man nicht anders sagen, war, du. War gut, aber jetzt ist die Frage, wer gewonnen hat. Das wäre Null, habe ich nicht gerafft, ich habe es ohne die Null gemacht. Ich weiß nicht, was ihr damit sagen wollte. Im Gebüsch war ganz links eine Null. Ganz links eine Null, da hättest du einfach gegenrutschen müssen, dann hättest du in die Tür reingekonnt, alles entspannt, du wärst gar nicht erst in die Fallen reingekommen, weißt du? Krass. Das ist die Null. Du hast es ohne die Null geschafft? Ja. Das ist krank. Ja gut, dann würde ich schon sagen, dann ist klar, wer gewonnen hat, nämlich wir an der Stelle, weil unser Parkour deutlich kreativer war. Lassen wir, würde ich einfach, glaube ich, die Zuschauer entscheiden. Ja. Jetzt haben wir nur eine Aufgabe eigentlich, wir müssen Simon Unge dazu bekommen, dass er sich jetzt einmischt. Ich muss jetzt hier alleine hier kämpfen, eigentlich wäre Simon oder... Spam keine Ahnung, Simon oder im nächsten Livestream von ihm oder in seinen Kommentaren mal komplett voll, dass Simon sich jetzt hier bei uns in der WhatsApp-Gruppe... Komm in die WhatsApp-Gruppe, Simon, Alter, melde dich, Junge. In diesem Sinne, ich bin damit für heute raus, Leute. Schaut auf jeden Fall bei Chef Strobel und Trimax vorbei. Küsse eure Augen, macht's gut, haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss. We'll be right back.